Bunt. Wer über den Essener Stadtteil Altendorf berichten möchte, kann dieses Wort nicht vermeiden. Rund die Hälfte der 22.000 Bewohner besitzen hier einen ausländischen Pass. Das Adjektiv bunt passt ebenfalls sehr gut, wenn man über das Geschäftsleben in Altendorf spricht. So denkt auch Mirwais Adel, der Inhaber vom afghanischen Restaurant Bamyan Kebab. In Altendorf besonders ist, dass viele Menschen hier sich zusammentreffen. Und die Akzeptanz von aller Seiten ist sehr groß. Mittlerweile hat der Stadtteil einen verdienten Ruf als Zentrum der internationalen Gastronomie, der über die Stadtgrenzen hinausgeht. Die nebeneinander liegenden Imbisse, Restaurants und Konditoreien bieten Spezialitäten aus aller Welt und ziehen Kunden aus allen Ecken des Ruhrgebiets. Wir machen hier eine syrische Süßigkeiten und unsere Kunden sind auch von deutscher, arabischer, griechischer, alles international. Das ist, die Straße hat seinen Ruf über die Stadtgrenzen hinaus und Leute kommen. Wir haben Gäste sogar auch aus Holland, aus Belgien und natürlich die Städte, die um Essen drumherum sind. Die Gastronomen in Altendorf zeigen sich sehr zufrieden, weil immer mehr positive Berichte über den Stadtteil erscheinen und die negative mediale Wahrnehmung des Stadtteils langsam verschwindet. Şu anda gerçekten Altendorf biraz daha düzenli, temizlenmiş bir görünüm veriyor. Yani eski şey yok. Bazıları diyor hani akşamları böyle ve şey. Şu anda onu görmüyorum. Gerçekten Altendorf'un bence daha düzenli olduğunu görüyorum şu anda. Yaklaşık bir senedir buradayız. Hiç öyle bir negatif bir şeyle karşılaşmadık. Güzel olumlu şeyler de var. Komşularımızla bir sıkıntılarımız yok. Hepsiyle aramız iyi. Natürlich stört das uns sehr. Es ist auch nicht, alle Schlagzeilen sind natürlich auch nicht unwahr. Aber es wird immer aus Mücke Elefant gemacht. Und dieser Gegend, ich empfinde es nicht als unsicher oder als No-Go-Area, wie man das so schon sagt, so ist es nicht. Ich fühle mich hier sicher. Wir haben auch bis vor kurzem hier als Familie hier gelebt. Und sicherheitstechnisch, ich habe keine Bedenken. Das ist schöne Straße, ne? Ja, es gibt hier so viele Leute, viele Restaurants. Es gibt alles hier in dieser Straße. Kann man alles hier kaufen. Die Gastronomen Altendorfs wünschen sich mehr Austausch mit der Stadt, um die Lebensqualität im Stadtteil gemeinsam zu steigern. Altendorf Straße bundan sonra gerçekten kalabalıklaşıyor. Akşamları insanların yoğunlaştığı bir cadde olduğu için trafikle ilgili bir sıkıntı var biraz. Tramvay yukarıda gittiği için ve arabaların da çok hızlı süratle gittiğini. Bunun en az 30'a veya 50'ye düşürülmesi lazım. Bir hız sınırı yapılması lazım Altendorf'ta. Buna gerçekten ihtiyaç var. Akşamları görüyorum burada. Trafik biraz çok kargaşalık. Bunda bir sıkıntı var. Als Unternehmen, was uns hier fehlt, sind Parkplätze. Das ist zum Wochenende etwas wenig. Kommen viele Leute auch aus auswärts. Nicht alle Gäste, die hier in Altendorf zu essen, speisen kommen, sind Essener. Aus umliegender Städte und Kreise kommen ja auch viele Gäste und manchmal Parkplätze ist hier wirklich schwierig zu finden und an die Sauberkeit von der Stadt Essen müsste auch ein bisschen mehr geachtet werden. Hier fahren wirklich wenig die Aufräumfahrzeuge durch die Gegend und machen nicht so oft sauber, wie es sein sollte. Burada eski evler görüyorum. Bazı işte böyle geçerken görürsünüz. Bazı binaların kapıları hoş değil. Bazılarının boyaları hoş değil. Yani stat bunları da biraz şeye almalı bence. Yolları da yine aynı şekilde. Ne bileyim böyle bir şey kirliliği de var. Yani stat da biraz bunlara dikkat ederse. Park sorunları var örneğin. Park sorununu bilmiyorum nasıl çözerler. O da... Was macht man in Altendorf am liebsten? Besser machen,
Ja. Essen. Nur Essen. Essen.